Krautpflegerl kennen so die besten österreichischen Klassiker. Und eigentlich macht ja meine Mama die besten Krautpflegerl, aber heute sage ich, wie es ich mache. Vor euch am Weißkraut schneidet als erstes einmal einen Strunk aus. Die Bladl dann so schnell, dass sie ungefähr so groß sind wie die Fleckerl. Ich gebe meine Krautpflegerl gern ein Zehen Knobel dazu. Und wenn ich von meiner Mama was gelernt habe, dann, dass eine Zwiebel da auch reinkehrt. Den könnt ihr jetzt in kleinere Würfel schneiden. Wichtiger Punkt, jetzt kommt das Öl gemeinsam mit dem Zucker in euren Topf. Das erhitzt so lange, bis das Ganze schön zu karamellisieren beginnt. Kraut dazu einmal durchrühren und dann kommen Zwiebel und Knobel dazu. Mit der Suppe aufgießen und das Ganze so lange dünsten, bis das Kraut weich ist bzw. die schöne Farbe kriegt. Ein Schluck Essig dazu und mit Salz würzen. Bis das Kraut so weit ist, könnt ihr die Fleckerl in Salzwasser kochen. Wenn das Kraut dann endlich so ausschaut, könnt ihr die Nudeln abseichen und zum Kraut dazugeben. Das Ganze wird einmal durchgerührt, dann mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt. Pfeffer darf auf keinen Fall vergessen werden. Ein Schluck Essig dazu für die Frische. Nochmal durchrühren, ziehen lassen, damit das Kraut seinen Geschmack schön entfalten kann. Und das war's schon. Anrichten, mit Schnittlauch oben drauf servieren und einhauen. Das ist eins meiner